Ja, jetzt haben wir hier nach einem nervenaufreibenden Spiel in Ingmar. Ingmar, du hast Mitte der zweiten Halbzeit irgendwann mal gesagt, können wir nicht mal ein normales Spiel haben? Ich glaube, du bist wundgeschrien, deine Ansicht zum Spiel heute. Ja, okay, wir haben es ja schon mal gesagt, also wir werden wahrscheinlich nie ein Spiel, dass wir, wo wir Punkte holen, dass wir das ganz locker über die Zeit bringen, das wird nie passieren. Ja, also wir müssen immer bei 100% sein. Ja. Und wenn man das heutige Spiel sieht, erste Halbzeit, grandios gespielt. Also wie gesagt, nochmal, ich denke mal, gesteigert zu der zweiten Hälfte von Hiesfeld. Ja, und man sieht, ich habe es den Jungs auch in der Halbzeit gesagt, was möglich ist, wenn man hinten konsequent spielt, ja, und vorne dann mit Mut und Risiko, was die drei Jungs dann da fabrizieren können, ja, das haben sie dann gezeigt, ja, und wie gesagt, uns war auch klar, zweite Halbzeit, die haben nichts mehr zu verlieren, ja, die haben alles nach vorne geworfen und die haben ja auch Qualität. Und da müssen wir uns dann halt beim Dustin ein paar Szenen, wo der grandios gehalten hat. Aber auch alle anderen, die haben sich reingehauen. Ja? Und es gab wirklich Szenen im Spiel, wo das hätte kippen können. Ja, so dieses ganze Spiel. Ja? Und da haben sie sich mit Mann und Maus haben sie reingehauen. Die sind immer wieder hinter die Bälle gekommen und haben die entscheidenden Kopfbälle dann gewonnen. Ja. Eine Szene, kurz vor Schluss, da hätten wir 10 Minuten vor Schluss den Sack zumachen können mit einem super Konter, Abschluss Seisei, wo dann da der Torwart grandios gehalten hat. Ja, letztendlich haben wir über 90 Minuten nicht mal die 3 Punkte verdient. Ja, war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung. Ja, und das muss man wirklich sagen. Und ja, wir müssen nur jetzt am Sonntag nachlegen. Und wie bewertest du die Unruhe von außerhalb des Feldes? Ich meine, wenn man zurückliegt, kann man das wirklich verstehen, aber aus meiner Sicht hat der Schiri jetzt keinen Fehler gemacht. Also ich möchte ja beim Gegner, vielleicht hätten wir auch so reagiert. Ja, ist halt, da sind Emotionen drin und dann kocht man so hoch. Ich sage, heute haben wir wirklich Glück gehabt in ein paar Szenen. Ja, da hat er dann für uns gepfiffen. Ja, wir haben aber viele Szenen gehabt in Spielen davor, wo es dann auf der anderen Seite war. Ja, und ja, deswegen, ich möchte da jetzt im Gegner keinen Vorwurf machen, weil sowas, das kann passieren und letztendlich haben wir auch Glück gehabt. Ich glaube, der Schiri hat nicht eine Minute nachspielen oder eine Minute nachspielen lassen. Ich denke mal, der war dann auch froh, dass er hier von der Anlage kommt. Ja, und ja, aber ich denke mal, unterm Strich sind wir zufrieden und können auf die Leistung aufbauen. Jetzt 3 Tage Pause und dann stehen schon wieder Bösinghofen vor der Tür. Wie haltet ihr die Spannung hoch? Was macht ihr bis dahin? Ja, okay, wir haben jetzt Freitag Training. Ich sag mal, jetzt die Jungs werden morgen kaputt sein. Freitag werden wir ein bisschen regenerieren. Ja, und dann müssen wir uns kräftemäßig sammeln für Sonntag, Heimspiel. Und da müssen wir wieder Punkte holen, ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie heute die Ergebnisse waren, ob wir von unten ein bisschen weggekommen sind, also vom letzten Platz. Ja, und ja, wir wollen daran anknüpfen, weil die Jungs sehen, ja, wir haben Qualität, ja, und wenn wir wirklich jeder das macht, was er kann, dann ist es auch schwer, uns zu schlagen. Okay, dann danke fürs Statement. Ich denke, mit der Einstellung muss uns nicht bange sein vor Sonntag und dann genießt die nächsten 3 Tage und dann Sonntag wieder angreifen. Danke, Ingmar. Glückwunsch nochmal. Dankeschön.